Hallo, ihr Lieben. Ja, hier ist die Susanne von Bollenhut-Art und eigentlich war gar kein Video geplant, weil ich bin krank. Ich weiß nicht, ob ihr es hört an meiner Stimme, aber ich bin die ganze Woche wirklich, war ich krankgeschrieben und ich bin echt Flachgelege. Und ja, was macht man da? Da ist man viel im Internet unterwegs und sucht mal dies und jenes. Und ja, und hier habe ich ein paar Sachen gefunden, die ich mir gekauft habe und jetzt kam heute dieses Päckle und zwar habe ich bestellt bei hansemann.de. Ja, ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Mir war es ehrlich gesagt keiner und ich bin auch nicht gesponsert oder so, gar nichts. Ich habe was Spezielles gesucht und zwar suche ich schon länger den kleinen Tacker von Tim Holz. Also das da nur von Tim Holz. Und zwar hat der einer, das sehe ich immer in den amerikanischen Videos, wenn sie immer so miniatur kleine Tackernadeln irgendwo verbauen. Und das fand ich schon immer mega toll. Ja, und jetzt habe ich nach diesem Tacker gesucht und gefunden habe ich ihn bei hansemann.de. Und jetzt kam das Päckle heute. Und ich habe schon so mal grob reingeguckt, so von oben, und habe es wieder zugemacht und habe zu meinem Mann gesagt, muss ich ein Video machen. Das ist so hübsch und nett verpackt, dass ich gedacht habe, ich möchte es einfach jetzt mit euch teilen. Wie gesagt, also die Hansemann-Menschen wissen nicht, dass ich das mache. Ich weiß gar nicht, ob die das mitkriegen. Keine Ahnung. Aber so kam das. Also da war schon mal hier ein schönes so ein Tissue Paper drin. Das werde ich jetzt nicht auseinandernehmen. Also ich werde es behalten natürlich, weil das ist hübsches Papier. Können wir benutzen für Collage oder so. Oder für irgendwas. Und jetzt guckt euch das an. Da war jedes, alles, was ich bestellt habe, kam jetzt so in einzelne Verpackungen. Ich habe das nicht bestellt. Ich habe nicht gesagt, ihr müsst das verpacken. Aber das machen die anscheinend. Und da habe ich gedacht, also das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Dass Apps so schön verpackt ist, das fand ich jetzt schon mal so mega toll. Da habe ich als erstes das da gesehen vorhin. Und habe gedacht, was ist das? Da steht vielen Dank drauf. Hansemann.de. Das Handy einfach geschenkt. Das ist eine kleine Lichterkette, eine Indoor-Lichterkette. Einfach so liegt es dabei als Dankeschön. Voll süß. Vielen herzlichen Dank. Also mega. Da unten drunter, das sehe ich gerade. Das sind Karten dabei. Du bist toll. Herzlichen Dank für deine Bestellung. Mit deiner Bestellung hast du unser kleines Familienunternehmen unterstützt. Dankeschön. Wir haben deine tollen Produkte sorgfältig geprüft und liebevoll verpackt. Bei Fragen zur Zahlung wende dich bitte direkt an unseren Zahlungsanbieter PayPal. Ja, ich habe das mit PayPal bezahlt, ging super. Ganz viel Freude beim Kreativsein. Gilla, Sandra und Imme. Keine Ahnung, vielleicht auch Gilla. Ich habe keine Ahnung, wie man euch ausspricht. Auf jeden Fall mich unglaublich gefreut. Hansemann.de. Genau. Das war dabei oder ist dabei. Und dann sehen wir, die haben so schöne Verpackungssachen. So Schachteln und so. Also müsst ihr mal bei denen auf der Homepage gehen. Ich guck mal, ich denke, ich kriege das unter dem Video auch verlinkt. Ja, müsste ich verlinkt bekommen. Dann könnt ihr da mal vorbeigucken. Ein kleines Geschenk für dich. Stickerle. Tickerchen, würde ich sagen. Jetzt mal, vorsichtig auf. Mit diesem schönen Pergamin-Umschlag. Das liebe ich ja, dieses Material. Total schön. Und da sind so kleine Weihnachtssticker drin. Sehen wir. Wenn man dann Weihnachtsgeschenkle verpacke, kann man die dann benutzen. Prima. Kann man selber drauf stempeln noch. Sternle, Herzle, jede Menge, voll süß, echt hübsch. Also das ist doch mal großzügig, oder? Also mega. Und jetzt gucken wir mal rein. Also unglaublich viel habe ich nicht bestellt. Ich habe einfach nur, eigentlich nur den Tacker gewollt, aber wie es halt dann so ist. Da guckt man noch in der Gegend rum, da findet man noch das eine oder das andere. Ich weiß nicht, ob es euch ausgeht. Mir geht es halt immer so. Ah ja, das Papier lege ich mal auf die Seite. Genau, da habe ich diesen Stempel gefunden. Der hat nur so Pünktle. Das ist so, wie wenn man immer so Spritzer macht. Das kann man auch mit einem Stempel machen. Und mit schwarzer Tinte. Wenn es jetzt mal schnell gehen muss und man hat keine Lust auf, man muss ewig warten, dann kann man auch mit diesem Stempel
Einfach ein paar Spritzerle verteilen. Können wir nachher vielleicht einfach mal probieren. Dann habe ich das da gefunden. Das sind Paillette nur in so Silber und Schwarz. Und da fehlt es bei mir. Und da habe ich gedacht, ja, die fehlen in meiner Sammlung. Und dann fand ich die auch noch nett verpackt. Guck mal, ob es da rauskommt. Jawohl. Dann gucken wir mal. Ah ja, die sind hübsch. Ich hoffe, ich bin irgendwie im Bild. Das sind eben silberne und schwarze. Und ich glaube, die sehen ganz toll aus, wenn man die ab und zu mal irgendwo hinnäht. So. Ich hoffe, ich habe was zu trinken dabei. Ja. Ich habe Hustenanfälle, die sind vom Feinsten, ich kann es euch sagen. Und ein ganz rot geschwollener Hals hinter. Bin mal gespannt, wie schnell ich wieder gesund bin. So, was haben wir da? Ah ja, die habe ich gleich zweimal bestellt. Gleich sehen wir, wie klein die sind. Das ist wirklich ein Unterschied. Zu denen, ich zeige euch mal die normale Größe, wie man normalerweise. So, das ist der kleine Unterschied. Ich schau mal, ob ihr im Bild seid. Das sind die neue, super klein, und das sind die normale Größe, die man überall in jedem Tacker reinmacht. Und ich wollte schon ewig diese kleine. Aber ich habe in. Also bei uns, also Mini-Tacker und so, ich habe auch einen Mini-Tacker, aber auch der hat noch größere als wie die. Und ja, ganz ehrlich, das habe ich mir schon lang gewünscht. Habe schon ganz lang drüber nachgedacht, weil der entsprechende Tacker dazu, ich denke, der ist jetzt hier drin verpackt. Der ist nicht so ganz günstig, aber ich gehe davon aus. Und ich bin echt überzeugt, dass das eine super gute Qualität ist. Das sind auch nochmal dabei. Und ich hole ihn jetzt einfach mal raus. So. Dann mal die Tackernadeln hier befreien. Ich glaube, ich habe die schon mal gerade zerstört. Ja, eins habe ich schon durchgebrochen. Aber es müsste trotzdem funktionieren. Schauen wir mal. Ich stelle mich gerade ein bisschen an. Jetzt klebt natürlich das Tesa überall. Also, wie geht's auf? Wie es aussieht, das ist der Griff. Also muss ich das hier. Traue ich nicht. Nach oben reißen? Ah ja, sehen wir doch. Okay. Dann schätze ich mal hier einfülle. Machen wir das mal. Und jetzt wieder hier unten rum. So, jetzt brauchen wir irgendwas zum Tackern. Einfach. Oh, ich mal. Moment. Ich suche was Geschickteres. Kann sich nur noch um Stunde handeln. So, da ist jetzt einfach schon was draufgeklebt, aber das stört er jetzt nicht. Und schauen wir mal. Okay, da wirklich so schöne kleine Sache tackert, wie ich mir das vorstelle. Zack, schon drin. Und so leicht, unfassbar. Jetzt setze ich euch mal eine normale Tackernadel noch daneben. Da habe ich welche, die sind kupferfarbig. Oh, geht schon schwer, ist gar nicht durchgegangen. Moment, hat ein bisschen geschwächelt. Aber die ist schon erheblich größer. Sehen wir den Unterschied? Ich mache es nochmal hier. Das ist die normale Größe. Jetzt kommt der kleine Süße da. Oh mein Gott, wie goldig, wie goldig. Voll süß. Den hat die Mutti sich gönnen müssen. Auf den war ich schon ewig, habe ich mir den gewünscht. Ewig. Und jetzt habe ich ihn. Steht Team Holz drauf. Liegt gut in der Hand. Und ich hätte fast gesagt, Nachwuchs habe ich auch. Also diese Nachfülldinger habe ich jetzt auch. Wie viel sind da drin? 1500. Also ich kann jetzt 3000 mal, kann das sein? 1550. Also ich kann über 3000 mal jetzt diese kleinen Mini-Klammern irgendwo reinhauen. Also ich denke, es wird eine Weile reichen. Ja. Und was habe ich da noch bestellt? Ah, ich glaube, ein bisschen Stempel habe ich noch. Ich habe ja keine Stempel. Man meint ja immer mal,
Letztendlich noch gesagt, ich kaufe mir keine Stempel mehr, ich habe mehr als genug. Und dann guckt man halt das so in die Gegend rum, gell? Und dann, ja, dann ist es wieder passiert. Oh ja, genau. Die war allerdings im Sale, muss ich sagen. Aber die Häsle da, die hätten sein müssen, die sind so goldig. Die habe ich mich gleich verliebt. Einfach nur, weil sie goldig war. Ich weiß, es ist Weihnachten. Leute, ich weiß, es ist Weihnachten, aber es war mir Schnuppe. Ich habe gedacht, die nehme ich mit, die passe. Und da hier so eine, wo man so schöne Blümle machen kann. Und die stellt mir auch gut vor, wenn die alle so übereinander liegen. Und ja. Und dann noch eine von Marianne Design. Eben, da hat mir die da gut gefallen mit dem, mit dieser Margarite-Form. Und auch das da fand ich interessant. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und ja, die Preise, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Doch, ich kann es euch vielleicht einblenden. Und dann noch ein Embossing-Folder mit so einem kleinen, zarten Muster. Ja. Ja, ihr Lieben. Das war's. Soll ich das Zeug jetzt noch probieren? Was meinen wir? Na komm, wenn wir schon dabei sind, dann probieren wir das jetzt auch noch schnell. Ich nehme jetzt mal so ein ganz normales, das ist schon 190 Gramm Skizzepapier. Das hatte ich vor kurzem, mit dem habe ich auch meine Jellyplate-Drucke abgedruckt. Das ist ein schönes, gutes Papier, finde ich. Ich habe hier einen Riesenhaufen liegen. Spontanes Video. Aber ich habe jetzt wieder einigermaßen eine Stimme am Anfang von dieser Woche. Ich habe fast keinen Ton mehr rausgebracht. Jetzt kann ich wieder einigermaßen sprechen. Ich bin ja echt nach wie vor. Ich bin mit dieser Stanzmaschine, also ich bin kein Profi, gell? Ich weiß nur, man soll es, glaube ich, nass machen. Habe ich mal gehört. Keine Ahnung. Wohin, ich spritze halt da mal ein bisschen jetzt in der Gegend rum. Leg das Papier ein. Machen wir das zu. So, jetzt ist wieder, welche Platte müssen wir rein? Also wie es aussieht, nur noch eine drüber. Eine dünne drüber. Schauen wir mal, ob wir das Paket so durchkriegen. Das Papier ein bisschen weit. Das Lichterkettele. Ah ja, es fühlt sich gut an vom Druck her. Jetzt sind wir gespannt. Oha. Wow, schön. Sehen wir das? Ich halte jetzt, das ist, weil es nass ist. Aber das ist ein hübsches Muster. Wunderbar. Das gefällt mir sehr gut. Also wie gesagt, das ist ein dünnes Papier, aber ja, lass mal da. Ich mache es jetzt mal ohne, dass ich es nass mache, mit dem nochmal. Jawohl. Wunderbar sieht es aus. Richtig schön. Und da kann man mit irgendwas drüber, dass man die, das, was er habe, ist so noch hervorhole. Ja, irgendwie. Oder einfach als ein Foto drunter oder irgendwie. Aber das ist doch echt ein, so ein zartes, schönes Muster. Hat mir gleich sehr gut gefallen. Prima. Dann probieren wir jetzt das Marianne Design hier auch aus, wenn wir schon da sind. Dann machen wir das noch geschwind, ne? So, ihr Lieben, ich war jetzt ein bisschen fleißig. Ich habe hier jetzt die kleine Blümchen ausgestanzt aus unterschiedlichsten Papiere. Ich habe ein paar goldene Spritzer und schwarze Spritzer drauf verteilt. Und wenn man die dann zusammensetzt mit so einer kleinen Öse, dann kann man solche kleine Blümchen machen. Solche, wie ich von Doreen mal bekommen habe. Nur Doreen hat sie schöner gemacht, aber ich habe sie jetzt halt mal auf die Schnelle gemacht. Aber ich finde sie nicht schlecht. Ich zeige euch mal eins von Doreen. Doreen hat goldene Tapete im Hintergrund genommen und hat schön die Ränder geinkt. Die Zeit habe ich jetzt leider nicht. Aber ich finde, so ähnlich kommt es ja auch raus, ne? Also eigentlich ganz nett. Und je nachdem, wie man das jetzt zusammensetzt, kommt es unterschiedlich raus. Ich mache nachher nochmal welche und werde die dann am Ende vom Video dann einblenden.
So, ihr Lieben, ich habe jetzt hier meine Blümle zusammengestellt und ihr seht, also sie sehen zuckersüß aus und ja, hat wunderbar funktioniert. Auch die Stanzteile von Marianne Design, einwandfrei. Ich habe da einfach ein bisschen mit goldener Aquarellfarbe so ein bisschen angemalt. Da habe ich so Packpapier genommen. Das finde ich, sieht auch mal sehr schön aus. Oder einfach hier bei den Blümle habe ich auch Buchseite benutzt und Tapete zum Teil zum Ausstanzen und habe die halt zusammengesetzt. Und mit so einem kleinen Mini-Brett habe ich die dann einfach, sehe noch hinten. Ah, schmeißt sich schon freiwillig um, hinter einfach mit so einem Mini-Brett dann zusammengefügt. Und diese Stanzteile, die hatte ja alle automatisch ein Loch in der Mitte. Jetzt habe ich keins mehr, oder habe ich noch irgendeins? Moment, ich zeige es euch mal hier. Ich habe die jetzt gerade wieder da reingeschmissen. Da ist sogar noch das Papier drin, das muss ich noch rausmachen. Also die haben alle dann ein Loch, das ist sehr geschickt. Und dann kann man die einfach super zusammensetzen und so ein Mini-Brett dann da durchführen oder so ein Mini-Musterklammer, Beutelklammer. Das Wort, was ich nie sagen kann. Und dann hat man so hübsche Blümchen. Ne? Ihr seht, da habe ich die Häsle tatsächlich gestempelt. Und auch diesen kleinen Stempel mit den Pünktchen hier, den habe ich mal hier einfach mal probiert. Funktioniert auch. Ganz süß. Also die Häsle, die sind mit Mokka-Braun gestempelt und die Pünktle mit einfach schwarz. Ne? Das Ganze haben wir ja da, diesen kleinen Tacker da. Ja, sind die Tackernadeln, die Mini-Tackernadeln. Dem haben wir es zu verdanken, dass ich da eingekauft habe. Da sehen wir das Ergebnis vom Embossing-Folder. Das ist dieser hier gewesen mit, mit dem kleinen süßen Muster. Und da sind nochmal diese kleinen grau-silberne Paillette. Die habe ich jetzt nicht probiert, aber da muss man nichts probieren. Und ich sage nochmal vielen herzlichen Dank der Firma Hansemann für die kleinen süßen Geschenke. Und ich habe mich sehr gefreut und darum gab es jetzt auch dieses Video. Also ihr Lieben, denkt dran, es ist bald Weihnachten. Das ist nämlich zum Beispiel das Weihnachtsgeschenk für mich selbst. Ne? Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.